Liebe Gäste unserer Kirche, lassen Sie sich einladen, einen Augenblick Platz zu nehmen, um Worten aus dem Matthäusevangelium lauschen zu können. Wir lesen dort: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit aus dem Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Liebe Gäste, mit Ihren Fragen, die Sie haben zur Geschichte der Kirche oder zur Gestaltung dieses ungewöhnlichen Gottesdienstraumes, kommen Sie bitte zur Chorbalustrade. Wir beantworten Ihnen Ihre Fragen nach dem Maß unserer Möglichkeiten. Ich darf Sie einladen, die Unterkirche für sich zu entdecken als den Raum der Stille. Sie gehen dann durch die von Ihnen aus linke Tür. Durch die rechte gehen Sie, wenn Sie den Kuppelaufstieg vorhaben, dann gehen Sie hinaus um die Kirche herum bis zum Eingang G. Von dort erreichen Sie die Aussichtsplattform. Wir danken Ihnen, wenn Sie am Ende Ihres Besuches eine Spende in der Spendenbox hinterlassen, damit die Frauenkirche weiterhin so offen und lebendig bleiben kann, wie Sie sie erleben.